Guten Morgen. Ich möchte mit euch heute über Matcha-Tee reden. Der Matcha-Tee ist ein Tee, der stimmungsaufhellend sein soll, der munter machen soll, der die Konzentration fördern soll. Und ja, ich denke, das ist für viele interessant. Für mich als Hashimoto-Betroffene seit neuestem ist es auch interessant, weil es halt eben die Phasen dieser ja, depressionsähnlichen Zustände ja, überbrücken lässt. Oder zumindest überbrücken lassen soll. Ich habe den Matcha-Tee getestet. Ich habe zwei verschiedene Firmen ja, getestet oder testen können. Ich habe beide nicht bezahlen müssen. Es wurde mir zugesendet. Von daher danke an die Zusender. Generell eure Pakete. Ich kann nur sagen, ich bin total überwältigt jedes Mal, wenn ich so ein Lebensmittelpaket bekomme, dass jemand mir seine Lebensmittel zur Verfügung stellt, dass er das Porto dann bezahlt und ich freue mich da jedes Mal und das ist für mich immer wie so ein kleines Weihnachten oder wie man das bezeichnen soll. Also da nochmal danke dafür. Genau, also die beiden Pulver getestet, habe ich auch, ich habe ein Video jetzt gleich gemacht, wo ihr die Farbe seht und den Geschmack und aber ich möchte ganz kurz noch zu Matcha-Tee an sich was sagen. Also die Grundlage von Matcha-Tee, warum das eben so konzentrationsfördernd und stimmungsaufhellend sein soll, ist neben dem Koffein das enthaltene Tannin und da gibt es eine Aminosäure, die nennt sich Theanin. Und das Tannin, das ist die Gerbsäure und das Theanin, diese Aminosäure, die haben die Eigenschaft, das Koffein an sich zu binden und dass das Koffein dann erst im Darm freigesetzt wird. Und dadurch ist das viel schonender, als wenn man zum Beispiel jetzt eine Cola hinterschüttet oder so ein Energy Drink, wo das Koffein plaut sofort kommt. Und entsprechend, das ist so die Grundlage von Matcha-Tee. Der Matcha-Tee an sich, das ist ein Tee, der nicht wie man das kennt, einfach in heißes Wasser und dann rausgezogen wird, sondern das ist einfach quasi getrocknete Blätter, die eingerührt werden in heißes Wasser. Es geht auch kalt zu verzehren in heißes Wasser. Was der Unterschied ist und wie die Wirkung ist, da komme ich noch dazu. Und was sozusagen im Ganzen konsumiert wird. Und das entspricht auch viel mehr meiner Philosophie, die Naturprodukte auch zu sich zu nehmen. Und zum Beispiel, ich bin überhaupt kein Freund davon, dass man ja Wildgrün entsaftet, sondern bei mir kommt das alles in Smoothie oder so. Ballaststoffe, alles mitnehmen, was die Natur bietet und nicht nur sozusagen so Cherry-Picking, ein paar Nährstoffe sich rausziehen. Und ja, also das ist Matcha-Tee. Jetzt der Vergleich der beiden Matcha-Teesorten in Videoform erstmal, bevor ich dann konkret auf ein paar Dinge eingehe. So, das sind jetzt die zwei Matcha-Teesorten. Einmal das hier von Glory Feel und dann von Wele Sports der Matcha-Tee. Und dann schauen wir uns mal die Farbe von den beiden Sachen an. Zuerst nehme ich mal von dem Wele Sports ein bisschen auf den Teller hier. Das jetzt quasi das Matcha-Pulver von Wele Sports und jetzt nehme ich das von diesem Glow Feel. Das tue ich jetzt hier daneben. Ja. Und ihr seht, ist jetzt kein großer Unterschied zu sehen. Das sind beides sehr, sehr hell, also sagen wir mal so grasgrün. Das hier ist noch ein bisschen dunkler hier drüben von Glowfeel. Das von Wele Sports ist noch ein Tick heller. Und ja, also das ist definitiv ein Tick heller und ist ein bisschen dunkler. Mal vom Geruch. Ja, richtig so wie Gras, richtig frisch, gut. Das hier von Wele Sports, kommt mal von Glory Feel. Das von Glory Feel ist ein Stück Richtung, wirklich nur Richtung, so algenfischig, was nicht so pralle ist. Machen wir noch einen Geschmackstest.
Das hier hat einen höheren Bitterstoffanteil von Chlorophyll. Bitterstoffanteil muss jetzt nicht schlecht sein, aber also die Vermutung geht halt dahingehend, dass bei Chlorophyll, dass da auch andere Sachen verarbeitet wurden, als sag ich mal die feinsten und die besten Bestandteile, ja, die zum Matcha-Tee verarbeitet werden. Und bei dem Welesports, dass dort halt tatsächlich ein Tick hochwertiger das wirkt. Also, wenn ich zwischen den beiden wählen müsste, würde ich mich definitiv hier für das von Wele Sports entscheiden, weil das von der Farbe her angenehmer, also es ist halt ein bisschen grasgrün und nicht ganz so dunkel, was eigentlich im Endeffekt egal ist, für mich persönlich, aber da ich im Internet recherchiert habe und da immer gesagt wurde, umso grasgrüner, ja, heller, umso besser, also scheint das hier besser zu sein. Das spiegelt sich auf jeden Fall im Geruch wider. Das schmeckt, also das riecht auf jeden Fall richtig nach, ja, Gras und richtig frisch. Und das riecht so ein bisschen so algisch, fischig, auch noch nach Gras. Also es gibt wesentlich schlimmere. Aber ja, beim Geschmack bestätigt sich das eigentlich, dass das hier so ein bisschen milder und mehr so Matcha-mäßig rüberkommt. Und das hier, ja, da höherer Anteil an Bitterstoffen enthalten ist, was die Vermutung mich hegen lässt, dass da eben noch andere Pflanzenteile mitverarbeitet wurden. Das weiß ich nicht, das ist nur eine Vermutung. Ich würde mich für das von Wele Sports entscheiden. Die Preise kenne ich jetzt von beiden noch nicht, das werde ich euch dann ja, im Video noch sagen. Ja, das ist also, das sind die beiden Pulver. Das Wele-Pulver kostet 13,90 pro 100 Gramm und das Chlorophyll-Produkt kostet 13,25. Das Chlorophyll ist also etwas billiger, aber man kann sagen, es ist ungefähr der gleiche Preis. Umso mehr würde ich mich für das Wele-Pulver entscheiden. Wobei man natürlich dazu sagen muss, dass man immer auch verschiedene Chargen hat und man das vielleicht gar nicht so pauschal sagen kann, aber zumindest als kleine Orientierung kann man dann schon mal jetzt davon ausgehen, dass das Wele-Pulver vielleicht ein Tick hochwertiger ist. Denn ich habe dann recherchiert, nachdem ich das Video gedreht habe, ob das bitter schmecken darf oder soll. Und ein gutes Matcha-Pulver schmeckt eben nicht bitter. Und entsprechend, ja, tut es mir leid für die Glorifiermacher, dass ich nur gerade eine Charge erwischt habe, wo es etwas bitter geschmeckt hat. Wobei das nur in, sage ich mal, im Ansatz bitter war. Das war jetzt nicht wirklich total bitter. Also von daher hat vielleicht einfach der Sportwähler oder dieses Sportswähler-Produkt einfach vielleicht einen besseren Strauch erwischt. Keine Ahnung. Aber letztlich ist es so, dass das Produkt einfach mir mehr qualitativ zugesagt hat. Das Koffein, was in den Produkten enthalten ist, wird ja wie gesagt später im Darm erst freigesetzt und dadurch geht das nicht durchs Herz und hält auch länger an. Das ist ähnlich wie bei Guarana. Das Prinzip, dass man sozusagen Koffein zu sich nimmt und dass das langsam über Stunden verteilt im Körper zu wirken beginnt. Und da sind wir dann auch beim Vergleich mit Guarana. Guaranas Wirkung im Gegensatz zu dem Matcha-Tee ist intensiver. Das heißt, wenn ich einen Esslöffel Matcha-Tee zu mir nehme oder einen Esslöffel Guarana, ist das Guarana für mein Empfinden wesentlich länger und intensiver wirksam, was Stimmungsaufhellung und vor allem Konzentrationsförderung angeht, als das Matcha-Pulver. Und das Guarana ist zudem eben auch noch ein Tick billiger. Das wird genauso eingerührt. Man kann es heiß und kalt verwenden, das Matcha-Pulver. Die Wirkung, wenn man es heiß verwendet, ist meiner Meinung nach intensiver, als wenn man das kalt verwendet. Warum das so ist, kann ich nicht sagen. Aber als Information für euch einfach. Also wenn ihr Matcha-Tee da habt, dann nutzt das idealerweise heiß. Ist natürlich dann keine Rohkostqualität mehr. Also, alles in allem muss ich sagen, der Matcha-Tee schmeckt durchaus gut, aber für den Geschmack müsste man jetzt nicht so tief in die Tasche greifen, finde ich. Und die Wirkung steht dem von Guarana nach. Deswegen empfehle ich, wer den Matcha-Tee aufgrund
der Stimmungsaufhellung und aufgrund der Konzentration, des Konzentrationsboost nutzen möchte, der sollte lieber zu Guarana greifen. Und ich habe euch den Link zu dem Guarana, was ich verwende, habe ich euch unten hingetan. Und da kann ich auch wirklich sagen, ja, da kann ich guten Gewissens, ja, die Verantwortung dafür übernehmen, dass wenn ihr das Guarana kauft und wenn ihr dann Esslöffel zu euch nimmt, dass ihr spätestens nach einer halben Stunde wirklich spürt, dass eure Konzentration geschärft ist. Ja, also das sollte der kleine Vergleich mal gewesen sein von den beiden Matcha-Tee-Sorten, die ich zugeschickt bekommen habe, und so ein bisschen was zum Matcha-Tee, weil da ranken sich doch viele, viele Gerüchte und viele, viele Empfehlungen darüber. Ich habe sehr viel darüber gehört. Ich hatte auch hohe Erwartungen an Matcha-Tee und muss sagen, es hält sich im Rahmen. Und dadurch, dass es so viel Geld kostet, bin ich niemand, der jetzt sagt, ich empfehle Matcha-Tee in irgendeiner Form. Ich habe das getestet, ich habe zwei verschiedene Arten getestet und kann nur sagen, wer Liebhaber von Matcha-Tee ist und den Geschmack besonders gerne mag oder irgendwas, was damit zusammenhängt, so soll es sein. Freut mich, das freut die Matcha-Tee-Hersteller. Ich persönlich kann eigentlich wirklich vom Effekt her nur Guarana empfehlen und habe bisher auch nichts Besseres bekommen oder nichts Besseres gekauft. Und bei dem Guarana, aber da mache ich ein anderes Video noch dazu, ich bin am Experimentieren seit einigen Monaten, um eine perfekte Kombination von perfekten Inhaltsstoffen zu arrangieren, dass man den Effekt möglichst lange hat und dass dieser Effekt maximal konzentrationsfördernd und maximal stimmungsaufhellend ist, weil das kann man das kombinieren mit anderen roh veganen Lebensmitteln. Und ich bin da noch ein bisschen von Gramm am Experimentieren, gerade wenn es so um die Kombination mit gewissen Aminosäuren und so geht, da mache ich noch ein Video dazu oder ich werde es auch in meinem neuen Buch, was ich irgendwann veröffentliche, nach wie vielen Jahren ich diesmal auch dafür, also wie viele Jahre ich auch diesmal dazu brauche, um das Buch zu schreiben. Mein erstes hat ja 1,5 Jahre gedauert. Da werde ich den Raw Spirit Power Drink machen, der wirklich stimmungsaufhellend, konzentrationsfördernd und maximal schon für den Körper und trotzdem langanhaltend ist. Aber das kommt irgendwann dann. So, und da werde ich auch genug Werbung dann dafür machen, weil das wirklich, da tüftle ich schon lange dran. Und gerade, weil ich ja nun weiß, bei mir die Krankheit Hashimoto führt eben dazu, dass man halt auch tagsüber mal so Tiefs hat, so antriebslose Phasen. Und ja, da habe ich einfach diesen Powerdrink und ja, aber genug geredet. Heute geht's um Matcha-Tee. Also, habe eigentlich alles schon gesagt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns morgen wieder. Euer Christian, ciao.